Ich hatte folgendes Kurzvideo erstellt. Ist dein Obst von Wespe und Wurm angefressen? Das ist Bio-Obst und das kannst du essen. Und darauf folgenden Kommentar bekommen. Ja geil, dann so richtig schön verschimmelt. Den Pilz gibt's gratis dazu. Oder die Parasiten in Schnecken und Würmer, die einen für immer verkrüppeln können, weil sie so verdammt gefährlich sind. Also Schnecken essen habe ich gar nicht erwähnt. Von daher weiß ich nicht, warum das jetzt im Kommentar auftaucht. Aber klar, wenn halt Wespen, Würmer und anderes Getierchen so ein paar Löcher in die Früchte reinmachen oder wenn halt es lange Zeit nicht geregnet hat und auf einmal plötzlich sehr viel regnet und die Früchte deshalb Risse bekommen oder auch gleich Spalten, da dann die Tiere reingehen, ja, dann kann es mal passieren, dass da Schimmel entsteht durch diese Stellen. Aber in der Regel kann man sowas einfach rausschneiden. Der Rest der Frucht ist ja noch genießbar. Du schneidest einfach nur die eine Stelle raus. Genauso wie das unsere Großeltern gemacht haben. Meine Eltern haben es auch noch gemacht, weil sie damals in Kasachstan, in der Sowjetunion, noch selber anbauen mussten. Da hast du halt sowas nicht einfach weggeworfen. Hast einfach die Stelle rausgeschnitten. Und manchmal ist mein Vater auch so, immer noch so krass drauf, dass halt, wenn dann eine kleine Stelle wie hier verschimmelt ist, die isst er auch einfach mit. Okay. Dann zur Aussage mit den Würmern und Schnecken. Meist zum Beispiel bei den Zwetschgen und auch bei den Kirschen. Ich schneide halt kurz auf, gucke halt einfach rein, ob da ein Wurm drin ist und mache den halt einfach raus. Für mich ist es überhaupt nicht eklig. Und wenn, das sind meistens so kleine Würmer, bekommst du mal zusätzliche Proteine. Love protein too. We know you love protein. Die werden sowieso die Magensäure wahrscheinlich nicht überleben. Und wenn die jetzt nicht versuchen, jetzt deinen Körper damit auch anzugreifen, vor allem wenn du jetzt nicht das richtige Milieu hast bei dir im Körper, dann werden die sich auch nicht so ausbreiten, sonst sind halt wunderbare Symbionten für die Kacke, die du bei dir in deinen Körper reinwirfst. Habe auch ein Video mal dazu gemacht mit den ganzen Parasiten. Sind nicht die bösen Parasiten, die den Körper kaputt machen, sondern das, was wir bei uns reinstopfen. Und zurück zum Thema zu den Schnecken. Das ist auch ab und zu mal bei mir passiert, dass an einem Salatblatt eine Schnecke war. Ja, ich habe sie nicht gesehen und dann halt beim Abendessen da mal reingebissen. Ist halt sehr schleimig, das merkst du halt sofort und das spuckst du halt dann normalerweise sofort raus. Also, dass du das dann noch irgendwie runterschluckst oder irgendwie sowas, ist so ein unangenehmer Geschmack. Ich bin es nicht gewohnt, die meisten von euch bestimmt auch nicht. Und da habt ihr auch natürlich einen Reflex und spuckt sofort raus. Zum Thema Parasiten und auch Pilze im Körper ziehe ich halt immer den sehr schönen Vergleich, wie bei der Natur mit dem Kompost. Der Wurm oder auch die Fliege, die kommen ja eher zum Kompost oder zum Misthaufen, wenn ich den halt dort aufschichte. Das heißt, wenn ich hier organisches Material hinwerfe, wo sie halt die Aufgabe übernehmen, das abzubauen. Gleiche Aufgabe übernehmen auch viele verschiedene Bakterien, ein Abbauprozess. Bei uns im Körper halt genauso. Warum sind bei uns die Pilze angesiedelt? Wahrscheinlich zum Beispiel bei Candida zu viel Schwermetalle. Bei Parasiten, was machen sie bei uns? Zu viel Schlacken, Ablagerung, unnatürliche Lebensweise, zu viel verarbeitete Lebensmittel, falsche Lebensmittelkombination, wenig Bewegung, also eine unnatürliche Lebensweise und da staut sich halt jeglicher Müll bei uns im Körper auch mit den ganzen Umweltgiften. Das heißt, die bauen es einfach nur ab. Das heißt letztendlich, woher kommt der Müll und wir müssen einfach diesen Müll vermeiden nehmen, bevor ihr euch Sorgen macht, dass euch Parasiten oder auch Pilze verkrüppeln oder gaucht. Dann einfach mal die Frage stellen, warum jetzt zum Beispiel so perfekte Supermarktäpfel, der kommt jetzt hier auch von der Wildblumenwiese, so perfekt ausschauen, keine Fragestellen haben. Und welche Mittel da eigentlich alles draufgesprüht worden ist, weil da ist es hier genau das Paradoxe. Sehr viele Nahrungsmittel werden ja mit einem Haufen von chemischen Stoffen behandelt, die Tiere und Bakterien und andere Lebewesen töten, damit es halt so perfekt ausschaut. Beispielsweise Kirschen haben die meisten ja ein Problem, dass halt hier dieser Kirschwurm da drin ist und in dem konventionellen Anbau, da wird halt regelmäßig gegen den halt auch vorgegangen und gespritzt. Beispielsweise bei so einem Apfel, der kann auch bis zu 38 Mal gespritzt werden. Das habe ich mal in einem Artikel auch gelesen. Kirschen genauso, die werden noch und nöcher mit den ganzen Sachen gespritzt. In Südamerika zum Beispiel Sojaplantagen oder auch Bananenplantagen, die werden mit ganzen Fliegern zweimal in der Woche da einfach drüber geflogen und Gift ausgeworfen, ohne irgendwie Rücksicht darauf, ob da jetzt nebendran eine Schule ist oder sonst irgendwo, oder ob der Wind die noch irgendwo weiter weht. Und ich war ja auch in solchen Ländern auf einer konventionellen Kaffeeplantage, die sich auch Bio genannt haben, aber dann trotzdem die ganze Zeit ihre Orangen, Avocados und auch die Kaffeepflanzen gesprüht haben. Bei den Kaffee haben sie strikte Monokultur gemacht und keine Permakultur. Bei den Avocado- und Orangenbäumen haben sie noch ein bisschen Permakultur gemacht.
ein bisschen Mulch und alles Mögliche integriert. Aber auch hier, die Leute wollten diese Fraßstellen nicht fressen. Also zum Beispiel eine Avocado kommt halt in kleine Insekten, die fressen halt die Schale ein bisschen an, dann ist es halt da ein bisschen braun oder reingefressen. Aber innen ist halt noch das Fruchtfleisch optimal, ist noch alles verschlossen, es oxidiert auch nicht, das heißt keine braunen Stelle. Aber die Leute wollen das halt nicht, weil es schon von außen her so ausschaut, als ob es giftig sein wäre. Und ich kann schon die Landwirte verstehen, die dann sagen, ja, bevor ich halt nichts verkaufe, kippe ich einfach die ganze verkaufe die Sachen und einen kleinen Anteil, den ich halt für meine Familie zum Beispiel herstelle, den spritze ich nicht, den lasse ich naturnah und habe halt hier mein Geld und mein gutes Obst, weil halt die Leute, ich sag's mal einfach in Anführungszeichen, zu faul sind oder auch zu blöd oder viel zu viel Angst haben, sich halt mit der Thematik zu beschäftigen und Angst vor sowas haben. Also Tierchen, die halt jeden Tag an einem Obst und Gemüse rumkrabbeln, rumlaufen, rumkacken und sonstige Sachen machen. Und wenn wir uns dann meine Naturvölker anschauen, ja, es gibt noch Menschen, die leben mit der Natur, im Dreck, mit Würmern, mit Parasiten, mit Pilzen, alles mögliche zusammen, ziehen da auch hier ihr eigenes Essen halt auch da raus mit den ganzen Sachen und die sind wahrscheinlich zum Teil auch gesünder wie bei uns in der westlichen Gesellschaft, wo wir schon zunehmend seit der Industrialisierung immer mehr an chronischen Krankheiten leiden, immer mehr unsere Natur kaputt machen, mehr Umweltgifte raushauen, unser Wasser verseuchen, auch zum Beispiel mit den ganzen Medikamenten und mit den Pillen und das kommt auch alles zurück. Und bei mir im Anbau mit der Vergewisserung, dass die unbelastet sind, weil ich ja weiß, was ich da drauf klatsche und das ist bestimmt keine Chemiepampe, dass die halt so schön und perfekt sind. Außerdem ist es ja auch meistens sortenabhängig, dass die halt so schön groß und auch so schön förmig sind. Hier auch weitere Videos von mir anzuschauen, die sich auch mit der Permakultur beschäftigen. Das Parasitenvideo werde ich dir auch nochmal mit dazu verlinken, damit du auch die Hintergründe da auch hast. Aber es geht ja mir vielmehr darum, dass du dein eigenes Obst und Gemüse auch anbaust, damit du auch die Erfahrung im Garten hast, dass du halt auch mal merkst, ja, das sind kleine Tierchen, die knabbern auch mein Obst und Gemüse an, aber wenn ich das esse, dann verrecke ich auch nicht gleich daran. Und auf meinem Kanal findest du ja noch und nöcher Videos, wie du deinen eigenen Permakulturgarten auch anlegen kannst. Du kannst auch mich direkt kontaktieren. Gerne auch einen Daumen nach oben geben, gerne auch einen Kommentar reinschreiben, wie du zu der ganzen Sache auch stehst. Und sonst lasse ich dich jetzt mit den spannenden Videos alleine.